Leute, willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 16. Letztes Mal haben wir den guten Raid wieder getroffen, also ein unerhoffter neuer Verbündeter. Also dann, Sir Wade. Wie ist der Plan? Eine Finte. Wir drei gehen zusammen zur Buick-Brücke. Dort greifen wir den Haupttrupp in seinem Lager an. Wenn wir ihnen gehörig Probleme machen, werden die Schwarzschilde Verstärkung anfordern. Doch meine Leute, die sich bereits in der Umgebung versteckt halten, werden sie abfangen. In der Zwischenzeit werden wir den Kampf auf der Brücke ungestört beenden können. Insgesamt sind die Schwarzschilde in der Überzahl. Doch sie kämpfen gern in kleinen Trupps. Und das nutzen wir zu unserem Vorteil. Wie klein denn genau? Klein genug. Jetzt, wo auch ihr und Lady Jill dabei seid. Allein hätte ich das nicht geschafft. Und trotzdem hättet ihr es versucht, nicht wahr? Ihr habt euch kein bisschen verändert. Sir Wade, wir haben die Träger von Old Hill zur Ruhe gelegt. Sehr gut. Macht euch für den Kampf bereit. Zu Befehl. Danke, Sir Wade. Mögen Sie Ihren Frieden finden. Ihren Frieden werden die Seelen erst dann finden, wenn wir den Schwarzschilden ein Ende machen. Und das werden wir. Im Verlauf der Geschichte werden sich gleich verschiedene Gefährten anschließen, die ihn auf seinen Reisen begleiten. Je nachdem, was sein nächstes Ziel ist, können sie sich allerdings auch dazu entscheiden, im Versteck zu bleiben. Okay, dann ist Raid wahrscheinlich nicht der letzte, den wir neu anheuern. Möge der Segen des Phönix mit euch sein. Aber sie kommen nicht immer mit, wenn ich das gerade richtig gedeutet habe. Wie lange verfolgt ihr die Schwarzschilde schon? Seit dem Überfall auf das erste Dorf. Wir haben die Schweine gejagt und ihre Leichen in der Stillwindmarsch versenkt. Das hat zweifellos Aufmerksamkeit geweckt. Seitdem ist es ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Wo ist denn das jetzt genau? Ach, da vorne ist das schon. Ich hätte jetzt gedacht, dass es hier, weil hier so eine Brücke war. Ich werde verrückt. Das sind die ganzen Passanten, die nicht durchgelassen werden. Versuchen wir es irgendwann. Ah, die sind neu. Die standen vorher hier nicht. Da ist die Brücke. Auf euer Zeichen, Milord. Ja, da wo sie vorher standen, da kloppen wir uns jetzt. Deswegen sind sie woanders. Was wollt ihr hier? Ich sagte doch. Eine Botschaft für die Statthalterin. Von den Hütern der Flamme. Ha! Du willst mir also weismachen, dass zwei verdreckte Landstreicher, ein Weib und ein Köter, der Macht der Schwarzschilde etwas entgegensetzen könnten? Nur zu! Eure Flamme wird erlöschen! Für Rosaria! Für Rosaria! Okay, alles klar. Boom! So, ich habe einen neuen Skill ausgerüstet, Phönixflamme. Will ich mal ausprobieren? Bin ich mal gespannt. Alter! Der ist gut! Und der ist verdammt gut. Der hat bloß wesentlich längere Abklingzeit. Das heißt, wenn ich den mehrmals einsetzen will, muss ich mehr Wartezeit in Kauf nehmen. Verdammt! Verstärkung vom anderen Ufer! Aber der ist echt stark! Der gefällt mir auf jeden Fall und vor allem Flächenzauber. Mehr Drachen. Mist. Kaiserlichen meines Ernstes mit uns. Geehrt fühle ich mich nicht. Ah!
Der Drache ist weg. Irgendwo ist noch einer. Ah, da ist so ein Vogel noch. Muss ich wieder machen, ne? Wait, kriegst du nicht hin. Ein nobler Kampf. Nobel, doch auch närrisch. Ihr beweist, dass unser Tun das Richtige ist. Denn dieses Land bedarf dringend einer Säuberung. Bist du der Chef hier? Anscheinend. Aua! Mit dir mal den Phönix rein. Ja, gegen einzelne Gegner ist es gar nicht mal so nützlich, aber es regeneriert mich etwas. So, wo bist du da? Ah, ich habe den Fall die Dings gehabt. So, jetzt ist er gebrochen. Ich bin aber nicht mehr ganz so fit. Ah, scheiße. Da ist er weggesprungen. Ich sehe keinen mehr. Ich auch nicht. Es hat funktioniert. Hat es. Und zwar blendend. Wir haben jedes einzelne dieser verfluchten Drecksschweine erledigt. Lord. Vielleicht wird das die Säuberung aufhalten. Wenigstens für eine Weile. Vielleicht. Doch ich fürchte, meine Mutter wird sich rächen wollen. Sie wird dafür sorgen, dass ihre Truppen schnell ersetzt werden. Und dann beginnt alles von neuem. Ich frage mich oft, ob unser Rosaria für immer verloren ist. Die Felder brach, die Menschen verhungern. Wir kämpfen, um die Flamme von einst zu schützen. Doch für jeden Feind, der stirbt, erhebt sich ein neuer. Doch dies wird immer unsere Heimat sein. Und für sie kämpfen wir, wie wir es getan haben und tun werden. Solange die Flamme des Phönix in unseren Herzen brennt, lebt Rosaria weiter. Und wir werden weiter hoffen, dass der Tag kommt, an dem die rosarische Flagge wieder über Rosalith wehen wird. Sir Wade, ich... denke, wir sollten nach Port Isolde, ehe die Garnison Verstärkung herschickt? Da habt ihr wohl recht, Milord. Oh, dann kann ich mir den nächsten Preis in Versteck abholen. Der nächste war bei 85 Rang. Und wie lange unterstützt mein Onkel euch und euren Kampf schon finanziell? Schon von Anfang an. Lord Byron war der Erste, dem ich von der Gründung der Hüter erzählt habe. Hätte ich damals von diesem Tunnel gewusst, wäre mir wohl der Ärger erspart geblieben, als ich über die Mauer hineinklettern wollte.
Und seitdem kommuniziert ihr also nur noch über den Tunnel miteinander. Der Schein will weiterhin gewahrt bleiben. Wenn jemand Wind davon bekäme, dass Lord Byron in unserer Revolution mitmischt, würde er ohne einen Gill an den Galgen gehen. Und das würde niemandem helfen. Also hält er die Fassade aufrecht. Obwohl es ihn viel Überwindung kostet. Er weiß, dass ein falscher Schritt alles zunichte machen würde. Auch deshalb ist er vorsichtiger als je zuvor. Seid nicht überrascht, wenn er eine Audienz verweigert. Schließlich glaubt man euch beide tot. Dann werde ich ihn davon überzeugen müssen, dass ich weder Geist noch Feind bin. Mit letzterem könnte ich euch behilflich sein. Und wie? Das ist das Zeichen der Hüter. Damit diejenigen, die Rosaria lieben, auch euch als ihresgleichen wissen. Das nächste Siegel. Ohne diese Siegel im Spiel wäre ich so am Arsch. Das würde ich auch empfehlen. Ich will nicht, dass meine Männer euch wieder angreifen. Es sei denn, ihr verdient es. Wenn doch Sir Tyler nur hier wäre, um euch zu sehen. Oder Lord Murdoch. Danke, Sir Wade. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ich weiß. Nun geht, Milord. Oh, schönes Fleckchen. Ah, gibt's doch eine Audienz? Wie zuvorkommend. Meinst du wirklich, er glaubt uns, wer wir sind? Auf keinen Fall. Ich schätze mal, er hält uns für dreiste Betrüger und schärft gerade sein Richtbeil. Stellt euch meine Überraschung vor, als ich hörte, mein Neffe sei zu Besuch. Clive Rossfield ist schon lange tot. Und ihr schändet seinen Namen. Dafür rollen eure Köpfe. Bist du geistig umnachtet? Weiß ich nicht. Ich bin es, Sir Crandall von Camelot. Getreuer Diener, ihrer Heiligen durchlaucht. Sankt Sibyl der Unschuldigen. Madu, du abscheulicher Zauberer. Für deine Missetaten gegen Kirche und Krone soll dein Kopf rollen. Pfui, du elender Tugendbold. Selbst im Tode willst du mich noch plagen? Also gut, ich stoße das Tor zur Hölle auf das du stürzest hinab ins Feuer. Bravo, Onkel. Dein Mardu ist immer noch unübertroffen. Oh, Clive, mein lieber Junge, du bist es wirklich. Das ist eine Lieblingsszene aus Die Heilige und der Heretiker. Warum war ich eigentlich nie Sir Crandall? Ich brauche deine Hilfe, Onkel Byron.
Rutherford! Informier die Küche! Wir haben Gäste! Lass sofort auftischen! Aber Onkel... Du kannst die Geschichte deiner wundersamen Rettung ja wohl kaum mit leerem Magen zum Besten geben. Los, setzt euch. Heute nehmen wir das gute Geschirr Rutherford. Ihr habt also eine ihrer Säuberungen gesehen. Seit Annabella Statthalterin ist, streut sie Salz in Rosarias Wunden. Aber diese Gräueltaten sind ein neuer Tiefpunkt. Etwas ist anders. Ich weiß nicht genau was, aber sie ist nicht mehr dieselbe. Ein Monster hat sie ersetzt. Das war sie vorher auch schon. Ein Monster. Wie dem auch sei, ich wurde beauftragt, diese Stadt zu regieren und muss daher den Schein des Gehorsams wahren. Mehr als Wade und seine wackere Schar zu unterstützen, kann ich nicht tun. Hat er erzählt. Du riskierst viel für Rosaria. Unser Land steht tief in deiner Schuld. Es sind schon 20 Jahre, Clive. Die Nation, die dein Vater und seine Vorfahren aufgebaut haben, ist passé. Vielleicht wäre es anders, hätte ich den Mut meines Bruders. Nun gut, wenn du ein Schiff benötigst, sollst du ein Schiff erhalten. Die Ladung einer meiner Barken wurde gerade gelöscht. Binnen weniger Wochen ist sie wieder reisefertig. Ihr glaubt uns also? Wirklich alles? Euch glauben? Ha! Ein Narr würde nicht einmal die Hälfte von eurem Gerede glauben. Doch bis heute hätte auch nur ein Narr geglaubt, dass mein Neffe noch am Leben sei. Außerdem habe ich Grund zur Annahme, dass Clive die Wahrheit sagt. Der da wäre? Na du selbst, Junge. Du warst schon immer ein furchtbarer Lügner. Ist das wahr? Ist nicht gelogen. Lassen wir das besser. Legen wir den Finger nicht in seine größte Wunde. Was ich allerdings nicht glauben kann, ist, dass du dieser Sid sein sollst. Du warst immer so ein guter Junge. Doch nun bist du der Geächtete. Damit machst du aus mir, wenn ich nicht irre, einen geächteten Onkel. Also gut, wo plündern wir zuerst? Rutherford, bring mir meinen Säbel. Das wird ein Spaß. Ein tolles Schiff, nicht wahr? In nur 3 Tagen wird es uns über die siedende See bis nach Dostanos bringen. Bedrückt dich etwas? Monster. Als ich bei den Eisernen war, haben sie mir keine Wahl gelassen. Entweder ich folgte widerstandslos ihren Befehlen, oder jemand anderes wurde bestraft. So wurde ich ihre Marionette. Ich ließ sie meine Strippen ziehen. Sagte mir, dass nicht meine Hände das Schwert schwangen, sondern ihre.
Ich verschloss mich vor der Wahrheit, weil ich den Schmerz nicht mehr ertrug. Und mit der Zeit fühlte ich nichts mehr. Ich war wie taub. Ich war zum Monster geworden. Tja. Ich will kein Monster sein, Clive. Verstehst du? Ich möchte einen anderen Weg wählen, einen besseren. In einer freien Welt. Aber bevor ich das kann, muss ich mit meiner Vergangenheit abschließen. Ich helfe dir. Und bin an deiner Seite, wie du an meiner warst. Danke, Clive. Ich muss für meine Sünden büßen. Erst dann und nur dann stirbt das Monster in mir. Gut, solange du nicht mit ihm gehst. Komm, gehen wir zurück. Bis es nach Benomer geht, gibt es noch viel zu besprechen. Ich dachte, wir fahren mal jetzt rüber, aber es geht ins Versteck zurück, okay. Ja, er hat in 3 Tagen gesagt, ne? Weiß der Begründer, was uns bei den Eisernen erwartet. Aber vielleicht hat Vivian zu... So, es gibt... eine neue Nebenmission gibt's und... Was ist das nochmal? So ein stillen Stifter. Achso, ja, die Belohnung abholen. Wir können erstmal gucken, was er hier möchte. Hat Schmied und Dings was Neues? Nö. Nein, ich will mit dem Typen reden, Mann. Was hast du da für einen Wälzer? Oh, das? Das ist Valestea. Eine kulinarische Pilgerfahrt. Ich hab's vom alten Harpo. Es scheint, als wäre keine Kreatur so widerlich, dass man sie nicht für ein außergewöhnliches Rezept verwenden könnte. Reichen gewöhnliche Rezepte denn nicht? Wo ist deine Abenteuerlust, Cid? Ehrlich, ein Blick auf diese Rezepte und du tauschst dein Schwert gegen ein Fleischerbeil ein. Vom Spießbraten bis zur Pastete. Alles hier drin. Was würde ich dafür geben, eines davon auszuprobieren? Falls du meinen Segen dafür brauchst, dann nur zu. Ich bin kein Jäger, Cid. Der erste Wurm, auf den ich treffe, würde mich fressen. Aber du bist aus härterem Holz geschnitzt. Würdest du mir bei einem der Rezepte helfen? Ja. Ich fürchte, du akzeptierst ein Nein nicht als Antwort. Gut, ich helfe. Großartig, danke. Und? Was steht auf der Speisekarte? Der kühne Eintopf. Dem Autor zufolge war er mal ein Favorit unter Oriflams Feinschmeckern. Aber Molly kennt ihn nicht. Das Rezept selbst ist leider nur verdammt vage, was die wichtigste Zutat angeht, während die Zubereitung bis zum Überdruss durchgekaut wird. Eine Bestie, kein Zweifel. Sicher eine, die mit einem einfachen Koch wie mir kurzen Prozess machen würde. Aber wunderlich violett? Keine Ahnung, was das sein könnte. Was steht dazu noch im Buch? Nur, dass sie wie ein zartes, einsames Veilchen einem Bett aus Rosen entwächst. Rosen. Rosaria vielleicht. Einer der Fleischer in Marthas Rast könnte was wissen.
Ich frage, wenn ich wieder dort bin. Okay. Ich würde mal sagen, das machen wir heute noch. Und dann können wir nächste Folge dann die beiden Monsterjagden auch noch machen. Bevor wir dann mit der Hauptquest weitermachen. Danke, dass ihr bei uns bleibt. Wir Übriggebliebenen müssen doch jetzt zusammenhalten, findest du nicht? Ah, willkommen. Die Zeiten mögen hart sein, aber wenn du Gil hast, hab ich die Ware. Was darf's denn sein? Hast du etwas wunderlich Violettes? Und wenn nicht, weißt du vielleicht, was damit gemeint sein könnte? Oh, das habe ich nicht mehr gehört, seit ich ein kleiner Junge war. Du suchst nach Skorpionschwänzen. Wunderliche Veilchen hat man die Art früher genannt. Wenn man sie kocht, färben sie auf alles andere ab. Daher der Name. Die Leute haben sie in den Topf geworfen, wenn es nichts anderes gab. In Kriegszeiten zum Beispiel. Zum Glück geht's uns noch nicht so schlecht. Und selbst wenn, Skorpionschwänze verkauft hier niemand mehr. Leben diese Skorpione hier noch irgendwo? Davon gehe ich aus. Im Drillingsschilf wirst du fündig, wenn du mich fragst. Danke. Das war sehr hilfreich. Okay, wo müssen wir hin? Da oben. Puh, das ist blöd. Das ist nicht wirklich ein Portpunkt. Da können wir dann per Chocobo am besten hin, würde ich sagen. Bleib wachsam. Wir wissen nicht, wann diese Menschen gehen. Wir können am besten, glaube ich, die Leiter hier runter. Als ob er nicht über den Zaun springen kann. Wieso kann ich den Chocobo nicht rufen? Was soll der Quark? So, geht doch. Nur weil die Ortschaft so nicht da dran ist, oder was? Bereit. Alles schon, oder? Gehe ich überhaupt richtig? Nein. Okay, seine Kurvenmanövrierbarkeit lässt etwas zu wünschen übrig. Als ob man ein bisschen Promille im Blut hätte. Gesellschaft. Skorpione. Dann weiß ich, was auf mich zukommt. Oh, hoppala. Meine Fähigkeit hier, mein Phönix. Gegen viele ist das ja gut. Ah, die Abklingzeit, die schreckt mich halt super ab, ne? Überlege ich mir nochmal bis zur nächsten Folge, ob ich den finden lasse. Groß von Damage Share, wenn ich das mit Ramu zum Beispiel hier vergleiche, oder jetzt gucken wir mal hier. Ja, dazu müsste ich den Gegner treffen. Passt das eigentlich? Los, es hat halt super lange Abklingzeit. Da würde es sich schon fast lohnen, ein Item dafür. Ich habe ein Item nämlich, was die Phönixzeit runtersetzt. Ich bringe sie besser gleich zu Yvonne, bevor sie schlecht werden.
Hast du die mysteriöse Zutat gefunden? Ja. Ja, das habe ich. Wunderbar. Zeig her. Was soll ich denn damit? Die sind doch giftig. Was kann ich dafür? Hast du recht. Aber das scheint dein Pfeilchen zu sein. Dann werden die wohl in den Topf wandern. Warte hier. Geht ganz schnell. Das sieht nicht sehr genießbar aus. Ich präsentiere den kühnen Eintopf. Auferstanden aus der Asche der Vergangenheit. Schnapp dir einen Löffel, bevor es kalt wird. Tja, wenn ich alles weggespachtelt habe, ist es zu spät. Dein Pech. Was ist? Geht's dir nicht gut? Heiliger Suppenlöffel. Als würde man im Sumpf ertrinken. Ein Angriff auf die Sinne. Oh, und doch verstecken sich hinter der beißenden Würze komplexe Fleischnoten. Es dauert einen Moment, bis man überhaupt wieder etwas schmeckt, aber nie habe ich etwas nur halb so Gutes gekostet. Vielen Dank. Ich glaube dir kein Wort. Danke. Das freut mich. Das muss jeder erleben. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich jedem hier im Versteck eine Schüssel von diesem Eintopf vorgesetzt habe. Ein Bissen davon und Molly wird darauf bestehen, Skorpione zu züchten. Mhm. Das wird sie sicher. Also ich passe schon mal. Das sieht nämlich richtig schön nach Giftpumpe schon aus. Oh, das ist nicht schlecht. Erhöht Verteidigungswert um 30. Ich habe was um 10 erhöht. Das ist hier dreimal stärker dann. Okay, Leute, dann machen wir beim nächsten Mal die beiden Monsterjagden, die noch ausstehen, weil jetzt kann ich ja die Weltkarte betreten. Neue gibt es nicht dazu? Nee. Die beiden mache ich mal ausfindig bis zur nächsten Folge, damit wir die nächste Folge nicht suchen müssen. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao!